Ei Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Guide hier auf unserem Kanal. Hier wird gezeigt, was die Familie so spielt und aktuell spielt sie New World. Heute geht's den Adern an den Kragen bzw. den Ressourcen. Wo und wie finde ich Ressourcen? So, danke Daxelon, du klaust mir gerade mein Eisenerz, aber das macht so gar nichts. Ich zeige euch, wie ihr Neues findet, von daher bleibt gerne dran. Schön, dass ihr noch dabei seid. Also, nachdem der Dude da mir mein Eisenerz geklaut hat, ist das eigentlich eine gute Sache, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Also, Ressourcen gibt es hier ganz, ganz viele in New World. Und es ist immer so eine Frage, wo man sie genau findet. So, wir gucken uns jetzt hier mal die Karte an. So, die Karte ist unterteilt in natürlich hier diese Region, die es hier gibt. Aber sie ist auch innerhalb hier nochmal leicht farblich schattiert und unterteilt. So, wenn ich mir jetzt hier die Orte mit Rohstoffen anschaue, dann sehe ich, was genau wo zu finden ist. Also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel im Wald sind, das ist so hier dieses grün markierte, wie einfach auf einer Landkarte hier, habe ich überall die Möglichkeit, Frischholz zu finden, Fasern zu finden oder Eisenkraut zu finden, was ich im Prinzip für Heiltränke brauche. Das findet man hier überall in diesem dunkelgrünen Gebiet. Ja, im Grasland, das ist dieses hellgrüne hier, finde ich auch Fasern und Eisenkraut. So, und das Hochland, das ist hier dieses felsig-braune, da finde ich im Prinzip Silbererz, Eisenerz oder Stein. Also das ist im Prinzip das hier. Ja, das Schwarze hier auf dieser Karte, das ist unpassierbar. Und dann gibt es im Prinzip hier noch Moor, Buschland, Küstenhügel und Strand und so weiter. Also da sieht man schon relativ gut, was man finden kann, wo man es finden kann. Ja. Und kann sich hier so ein bisschen an der Karte orientieren, wo könnte man zum Beispiel welches Gestein oder sonstige Sachen finden. Also da einfach mal ein bisschen drauf achten. Das erweitert sich dann auch je nach Level von eurem Skill, sodass ihr ungefähr abschätzen könnt, wo ihr hinlaufen müsst und wo nicht. So, die andere Möglichkeit ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Bergbau unterwegs seid und ihr habt hier ein bestimmtes Level, also ich bin momentan hier auf Level 31, ne, könnt ihr ja ab einer bestimmten Cap verschiedene Ressourcen sammeln. Also hier Silber geht erst ab Stufe 10, Öl ab Stufe 20, Gold ab 45 und so weiter. Steigert sich das. So, jetzt ist es aber noch so, dass ich ab einem gewissen Level, so wie hier bei Eisen, aufspürbar ab 25 oder Silber, aufspürbar ab 35, wird mir das auch angezeigt. So, ich habe jetzt lang gesucht, bis ich natürlich auf den chlorreichen Trichter kam, wo das Ganze denn ist. So, also ihr seht hier oben den Kompass, wo im Prinzip die Quests anzeigen sind. Ja. So, dieser Kompass wird auch genutzt, um Eisen anzuzeigen, beziehungsweise die Ressourcen, die ihr sucht. So, das Problem ist jetzt natürlich, der Dude hat mir jetzt meine einzigste Eisenquelle genommen, die ich gerade gesucht habe oder gefunden habe. Jetzt muss ich mir mal fix eine neue suchen. Und immer dann, wenn man eine sucht, findet man natürlich keine. Aber im Prinzip sieht es dann folgendermaßen aus, dass ihr da oben so einen kleinen Erzbrocken seht, wo ihr euch dann so ein bisschen langhangeln könnt, um zu gucken, in welche Richtung ist ungefähr das Erz versteckt. Ja? Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier oben eins finde. Normal ist hier immer irgendwo noch eins unterwegs. Ja, genau. Also hier vorne sieht man es jetzt. Hier oben, direkt bei der 75. Hier sieht man, ist hier oben in dem Kompass die Eisenerz eingezeichnet. Und dann könnt ihr da hingehen und könnt es abbauen. Und so funktioniert das im Prinzip mit jeder anderen Ressource, die ihr findet. Also hier oben hatte ich ja zum Beispiel noch, wird mir angezeigt, dass ich noch Truthähne habe. Sonst komme ich da natürlich nicht hoch. Oder sonst auch Hanf oder sonst was. Das wird einem dann alles da oben im Kompass angezeigt. Jo, und das war es im Prinzip auch schon. Also guckt einfach ein bisschen auf die Karte. Was brauche ich aktuell? Ist es mehr im Flachland? Ist es mehr im Wald? Ist es mehr in der Hügelregion, in der Steinregion. Und dann wisst ihr so ungefähr auf der Karte, wo ihr hinlaufen müsst. Und wenn ihr das entsprechende Level habt, wird das Ganze auch da oben im Kompass angezeigt. Also im Prinzip eine ganz nützliche Sache. Man muss es nur mal gesehen haben und verstanden haben, dass es die Option gibt. Und dann ist es eigentlich ganz easy. Gut, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zeigen. Es würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid, wenn ich das nächste Video raushaue mit
keine Ahnung, New World, Genshin, keine Ahnung, irgendwas, was hier einfach kommt, was die Familie gerade so spielt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.